EA Bone Productions. EA Bone Productions liest Jules Verne. Eine Idee des Dr. Ox. Heute 6. Kapitel, in dem Franz Niklaus und Suzel van Tricasse Zukunftspläne schmieden. Unsere Zuhörer werden sich erinnern, dass der Bürgermeister van Tricasse eine Tochter, Fräulein Suzel, besaß. Aber so scharfsichtig sie auch sein mögen, gewiss haben sie nicht erraten, dass Rat Niklaus auch einen Sohn mit Namen Franz hatte. Und selbst wären sie auf diese Idee gekommen, so wüssten sie noch immer nicht die Hauptsache, nämlich, dass Franz Suzels Verlobter war. Wir fügen dieser Mitteilung noch hinzu, dass die beiden jungen Leute wie füreinander geschaffen waren und dass sie sich so leidenschaftlich liebten, wie man eben in Quinquinton lieben kann. Man muss durchaus nicht glauben, dass in dieser exzeptionellen Stadt junge Herzen nicht auch geschlagen hätten. Nur geschah dies mit einer gewissen Ruhe und Langsamkeit. Natürlich heirateten die Leute in Quinquinton wie auch sonst überall, aber man brauchte Zeit dazu. Jeder wollte seinen zukünftigen oder seine zukünftige gründlich studieren, ehe die fesselnden Bande sich um ihn und sie schlangen, und solche Studien pflegten, wie auf einem regulären Gymnasium, mindestens 10 Jahre zu dauern. Dass ein Paar vor dieser Zeit für reif erklärt wurde, kam äußerst selten vor. Ja, 10 Jahre, volle 10 Jahre brauchte man, um sich in Quinquendon den Hof zu machen, und eigentlich war den Leuten in dieser Beziehung nicht Unrecht zu geben. Es erfordert 10 Jahre des Studiums, um Ingenieur, Arzt, Advokat oder Präfekturbeamter zu werden, und doch denkt man in weit kürzerer Zeit die nötige Vorbereitung zu einem Bund fürs ganze Leben, wie die vielseitigen Pflichten und Sorgen eines Ehemannes und Hausvaters zu erwerben. Mag diese Einrichtung bei den Quinquendonianern nun Sache des Temperaments oder der Vernunft gewesen sein, sie scheinen mir in dieser Hinsicht das Richtige getroffen zu haben. Wenn man sieht, wie in freieren und lebhafteren Städten in Zeit von wenigen Monaten Heiraten zustande kommen, so zuckt man unwillkürlich die Achseln und kann sich des Wunsches nicht erwehren, seine Söhne und Töchter auf das Gymnasium oder ein Pensionat in Quinquendon zu schicken. Mir wurde eine einzige Heirat angeführt, die seit einem halben Jahrhundert dort in Zeit von 2 Jahren abgeschlossen war, und von dieser behauptete man, dass sie beinahe sehr übel ausgeschlagen sei. Also Franz Niklaus liebte Suzel van Tricasse, aber ruhig und stillfriedlich, wie wir eben lieben, wenn noch 10 Jahre des Werbens um den geliebten Gegenstand vor uns liegen. Allwöchentlich ein einziges Mal, zu festbestimmter Stunde, holte Franz seine Suzel zu einem Spaziergang am Ufer des Var ab. Natürlich nie, ohne dass er seine Angelschnur, Suzel ihre Stickarbeit, mitnahm, an der ihre hübschen Finger dann die unwahrscheinlichsten Blumen miteinander vermählten. Übrigens möchte es hier am Ort sein, etwas näher auf die Persönlichkeit des jungen Mannes einzugehen. Franz war etwa 22 Jahre alt, ein leichter Pfirsichflaum sproßte auf seinen Wangen, und wenn er sprach, hörte man, dass er eben erst den Stimmwechsel hinter sich hatte. Suzel dagegen war blond und rosig, 17 Jahre alt und hegte keinen Widerwillen gegen die Angelfischerei. Freilich eine sonderbare Beschäftigung, die eine Schlauheit verlangt, wie sie einer jungen Barb würdig wäre. Aber Franz liebte diesen Zeitvertreib, der so vorzüglich zu seinem Temperament passte, denn er war über alles Maß geduldig und gefiel sich darin, mit träumerischem Auge nach dem Korkpfropfen zu starren, der auf dem Wasserspiegel hin und her zitterte. Wenn sich dann, nach 6-stündiger Sitzung, ein bescheidenes Fischchen Franzens erbarmte und anbiss, war er sehr zufrieden und glücklich, wußte aber doch seine Aufregung zu beherrschen. An jenem Tage nun saßen die beiden Verlobten wieder auf dem grünenden Flussufer und ließen, einige Fuß tiefer, den Var an sich vorüberziehen. Suzel zog mit gewohntem Phlegma die Wollnadel durch ihre Kanne was, und Franz ließ automatisch seine Angelrute von der linken Seite zur rechten gehen, um sie dann wieder von der rechten zur linken stromabwärts gleiten zu lassen. Die Bärbchen sprangen munter im Wasser umher und wählten ihre Promenaden dicht an der Oberfläche des Wassers um den Angelkork, während der Haken tief unten in der Flut vergeblich auf Beute harrte. Von Zeit zu Zeit sagte Franz, ohne irgendwie die Augen nach dem jungen Mädchen zu wenden, in seiner ruhigen Weise, »Ich glaube, jetzt beißt einer an, Suzel.«
Wirklich, Franz? Fragte das junge Mädchen, ließ für einige Augenblicke die Arbeit in den Schoß sinken und folgte mit regem Blick der Angel ihres Verlobten. »Ach nein, es war nichts«, bemerkte dann Franz. »Ich dachte, die Angel bewege sich, aber ich habe mich wohl geirrt.« »Es wird schon eine anbeißen, Franz«, redete ihm Susel mit ihrer weichen, klaren Stimme zu. »Vergiss nur nicht, zur rechten Zeit anzuziehen. Du kommst immer ein paar Sekunden zu spät, und dann kann das Bärbchen entwischen.« »Was meinst du, Susel? Willst du nicht einmal meine Angel nehmen?« »Ja, Franz, sehr gern.« »Du kannst mir unterdessen deine Stickerei geben. Ich will versuchen, ob es mir heute damit besser glückt wie mit den Fischen.« Und das junge Mädchen ergriff mit zitternder Hand die Angelrute, während Franz den Canevas nahm und einen Stich an den anderen reihte. So saßen sie stundenlang, tauschten ab und zu ein freundliches Wort aus und sahen auf den Angelkork, der bei jeder kleinen Bewegung ihre Herzen höher schlagen ließ. Ach, möchten sie niemals diese Stunden ungestörten, friedenvollen Glückes vergessen, in denen sie so traulich beieinander waren und auf das Gemurmel der vorüberziehenden Wellen lauschten. An dem betreffenden Tage hatte sich die Sonne schon tief gesenkt und doch bis, trotzdem Susel und Franz ihre Angeltalente kombinierten, noch immer keiner an. Unter den Bärbchen schien sich heute auch nicht eins zu finden, das Mitleid genug mit den jungen Leuten gehabt hätte, um anzubeißen, und diese wiederum waren zu gerecht, um ihnen das Übel zu nehmen. »Ein andermal wird es besser glücken, Franz«, tröstete Susi, als ihr Fischer seinen jungfräulichen Haken wieder auf dem Tannenbrettchen befestigte. »Wollen es hoffen, Susel.« Und nun machten sich beide, ohne ein Wort weiter zu wechseln, auf den Nachhauseweg, so stumm wie ihre Schatten, die sich mehr und mehr verlängerten. Susel sah, wie sie unter den schrägen Strahlen der untergehenden Sonne groß und größer wurden, und Franz sah beinahe so mager und dünn aus wie die lange Angelrute, die er in der Hand trug. Endlich gelangten sie bis an das Bürgermeisterhaus, wo dem Gras und Kraut zwischen Pflastersteinen grühte und die Straße aufs Beste polsterte, so dass das Geräusch der Tritte nur gedämpft hineinklang. Als die Haustüre sich gerade öffnen sollte, glaubte Franz noch einige Worte mit seiner Braut sprechen zu müssen. »Und du weißt, Susel, der große Tag kommt heran.« »Ja, Franz, er naht«, bestätigte das junge Mädchen und senkte errötend die langen Wimpern. Schon in 5 bis 6 Jahren, fügte der zärtliche Liebhaber hinzu. »Auf Wiedersehen, Franz!« »Auf Wiedersehen, Susel!« Die Haustüre fiel ins Schloss, und der junge Mann begab sich in langsamen, gleichmäßigen Schritt zum Hause seines Vaters, des Rats Niklaus, zurück.